Oh, hier atmen sie alle wie verrückt. Und es ist alles so dunkel, ich sehe überhaupt nichts. Ah, hier vorne geht's raus. Ich bin angeschossen, der kommt jetzt definitiv zu mir. Ah! So, jetzt haben wir wieder Waiting for Other Players. Du siehst jetzt wieder so aus wie gerade, ich bin jetzt jemand anders mit Bart. Ich musste mir einen neuen Mate hier organisieren jetzt. Mein alter Mate, der hat's nicht mehr gebracht, der hat sich einfach hingesetzt. Der ist alt gewesen. Der ist alt gewesen und gebrechlich und hat sich einfach hingesetzt. Ich muss den zurücklassen. Mit frischem Fleisch geht's jetzt so weiter. Hallo, ich bin der Neue. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir suchen eine riesige, schöne Spinne und fangen sie in einem Glas. Man hat aber auch gerade wieder gelernt, wie blöd man ist, wenn man gleich als erster vorprescht und die Arbeit machen will. Ja, genau, ne? Also man muss schon Geduld haben auch in dem Spiel eigentlich so. Ja. Geduld. Da ist ein Clou, ganz nah. Geduld schnell, wird tatsächlich mal belohnt. Ich bin der Neue, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, wie in diesen Filmen, wenn die Neuen immer vorpreschen und die Alten bleiben noch stehen und die Neuen werden dann gefressen. Genau. Ja gut, das Einzige, was ich irgendwie noch gar nicht so richtig hinkriege, ist PvP, also andere Spieler töten. Das kriegt ihr irgendwie immer besser hin als ich. Alter, da sind zwei von diesen riesen fetten Viechern da an der Scheune. Müssen wir abschießen, sonst kommen wir ja nicht da vorbei. Können wir uns da nicht irgendwo hier hochstellen da und vielleicht... Der eine mit dem Hut ist normal, da ist nur ein so ein Wespennest. Nee, der ist gar nicht Wespennest, der ist das ist so ein Grunt, so ein fetter. So ein richtig ekliger. Sollen wir abschießen? Ja, Feuer frei. Guck mal, der checkt das gar nicht. Denkst du? Ja, irgendwie ja nicht so. Guck mal, der findet den Weg nicht. Der ist halt so gut wie nicht. Ah, links! Das Gesicht, so. Nachladen. Mann, wie lange... Was hält denn der... Ah, hinter dir! Jetzt ist er aber... Meine Güte, ey. Hier ist ein Schwert, da hinten. Das kommt da an. Sag mal, wann ist denn der mal tot? Ich hab nur noch 4 Schuss. Das machen wir ja gut am Anfang. Ich glaube, er ist tot. Jetzt ist er da. Ich hab nur noch 4 Schuss jetzt. Gott, ich hab noch ein paar mehr, aber trotzdem. Ich glaube, wir müssen uns so nebenbei auch mal auf die Suche nach Munition begeben. Stimmt, die Muni behält man ja auch von der letzten Runde. Das ist. Ach so, daran, okay. Scheiße! Ja. Oh nein! Okay. Dafür ist der Clou hier drin. Ja, gut, dann holen wir uns den Clou. Hier ist zu. Beim Clou ist zu. Hast du gerade die Lampe ausgemacht? Ja, ich dachte, ich komme vielleicht durch. Nee, der irgendwie nicht. Warte mal, wir müssen, glaube ich, hoch hier und dann oben rein. Mach mal Krach. Insektenfrau. Was, wo? Ich kann nicht mehr viel machen, ne? Ich spare mir jetzt die Schüsse auf, die ich habe. Ja. Ich will jetzt nicht unnötig schießen. Das ist irgendwie... Oh. Hier ist wer drin. Warte mal, der sieht uns nicht. Ich versuche mal zu schleichen. Das ist ein Spieler oder ein Zombie? Ne, ist ein Zombie. Ach der, ich sehe. So, ich hab mal den Clou ausgelöst. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Was ist denn das hier? Refill Ammo, jawoll. Das klingt gut. Oh Gott. Zum Glück kommt der nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme hier. Ledig da hinten, aber ich kann hier nicht vom Dach runter. Ich hab Gesellschaft. Menschen? Nee. So einen ganz bösen Haken-Zombie. So ein Wespennest mit Kalb. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Scheiße. Ich muss. Wenn du reingekommen bist. Ja, das ist nicht so einfach. Da oben ist ja einer. Der ist jetzt hier draußen bei mir. Ernsthaft? Der steht hier zumindest in der Treppe draußen. Okay, warte, ich komme wieder hoch. Oh, hier atmen sie alle wie verrückt. Und es ist alles so dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, hier vorne geht's raus. Ich bin angeschossen. Der kommt jetzt definitiv zu mir. Oh. Ah! Okay, dann weg hier. Nein, wie, wo, was, da? Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh, Alter, Scheiße! Hilf
mir, hilf mir, Scheiße! Ah, ah, ah! Ich bin tot! Okay, Insekten-V erledigt. Oh Gott, nein, 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 nein! Stirb nicht! Nein! Okay, das tut richtig weh, wenn man stirbt und schon so einen guten Charakter hatte. Nein, das ist ja echt scheiße. Hier sind auch Zombies gestorben. Autsch. Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hatte so viel, ich hatte alles und jetzt habe ich nichts mehr. Ich wenigstens XP. Wir kriegen nicht mehr. Ah, ich krieg für den Clou noch Geld wenigstens. Das kann mich aber nicht trösten. Ich skipp das jetzt. Ich habe immerhin 719 immer noch. Ah, okay, dann 669. Dann kaufe ich mir jetzt den teuersten. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Jetzt kommt Karl Lenz zum Zuge. Der ist bestimmt der Gewinner. Mann, ich habe schon wieder nur so langweilige Namen hier. Warum? André Durand nehme ich jetzt. Der hat wenigstens hier so eine Schnellfeuerpistole oder sowas, was das da ist hier. Und eine Flaschenlampe hat er auch. Fire. Warum gibt's hier keine Glowsticks? Ja, oh Gott, du siehst aus wie hier Johnny Depp oder so. Du siehst aus wie ich gerade. Mit Bart. Du siehst aus wie Johnny Depp in Sleepy Hollow. So blass und so fette Augenringe. Und so komische, zurückgekämmte schwarze Haare. Du siehst echt aus wie Johnny Depp, ohne Scheiß. Ja. Kannst du jedes Mal deinen Spruch bringen, es endet, wie es begonnen hat. Ja. Mit einem armen Mann im Wald. Oh, direkt hier ist ein Clou, neben uns, Nordwesten. Nordwesten, ah. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt für eine Art Waffe habe und ob die gut oder schlecht ist oder wie oder was. Shotgun oder sowas wie eine Winchester? Naja, das ist ja die K98, ne? Die Karabinerwaffe. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich sollte auch mal nachladen. Das ist eine andere, als ich sie habe, auf jeden Fall. Oho. Ich habe gar kein Messer. Aber ich habe diese Pistole mit dem langen Gewehrschaft. Ich habe eine Dynamitstange, habe ich. Oh Gott. Ja, das sind doch ideale Voraussetzungen. Wieder weg hier. Ich habe Molotow-Cocktail, das ist auch gut. Oh, das ist doch schon wieder hier so eine Frau. Guck mal, die Hütte hier, die brennt so halb, die glüht. Ja, tritt nicht in das Glühende, glaube ich. Das ist, glaube ich, ungesund. Aber wo ist jetzt der Hand? Da. Da. Der Hanten, hinten. Der Hinthand. Der Hinthanden. Wir sind schon wieder vorbeigerannt. Deswegen sehen wir die immer nicht, weil wir vorbeirennen jedes Mal. Aber dann sieht man den Weg, wenn man sich umdreht. Nicht wie vorhin, dass er weg ist. Kann man das öffnen? Ja, bestimmt kann man das öffnen. Oh! Ah! Alles eingesaut, der ganze Boden. Ach, der Boden. Ist ja nicht unser Boden. Wir müssen ja nicht sauer machen hinterher. Das ist wohl wahr. Das kommt dann in Viscera Cleanup Detail. Okay, weiterer Hand, Hint, Hund. Okay, wir müssen nach Südwesten. Hund, wo ist der Hund? Da ist der Hund. Lalalala. Ich ärgere dich jetzt mal. Alter! Alter! Wenn ich jetzt abgefackelt worden wäre. Hätte der Stream mich gefeiert. Ja, bestimmt. Hätte der Stream dich ausgelacht, weil du dann ohne mich klarkommen musst. Das ist ja doof, stimmt, du kannst ja gar nicht zugucken, ne? Du liegst ja, ich zieh ja dann nichts, ich lieg ja dann nur rum. Aber dann kann ich dich ja wieder hochheben, ist ja alles gut. Moment, ich hab mich verlaufen, da muss ich hin. Ja, ich lauf dir übrigens hinterher, ne? Wenn du dich verläufst, verlaufe ich mich auch. Sehr gut, dann verlaufen wir uns gemeinsam. Aber ich glaube, ohne Witz, so einen kleinen Umweg, der ist gar nicht schlecht so manchmal. Da ist so eine Insektenfrau. Abschießen. Warte, lass uns das Fass anschießen. Dann läuft sie vielleicht zum Fass. Oder auch nicht. So. Ja, so geht's natürlich auch. Guck mal, jetzt habe ich Nebel gemacht, dann sieht man uns nicht so gut. Okay, der Clou ist nicht weit entfernt. Aber die Kulisse ist schon auch geil, so mit diesem Western und diesem ganzen Holz und so. Das haben sie schon echt gut hingekriegt, muss man wirklich mal sagen.
Auch die Umgebungsgeräusche und wo ist er denn jetzt? Die ganze Atmo so. Da, rechts. Und auch die Lichtstrahlen. Ist irgendwas hinterm Karren? Oh, was groß? Oh, was ganz Großes. Ducken, ducken, ducken. Wir umgehen den einfach. Hat der überhaupt noch einen Kopf? Der hat einen Blutekel gelegt. Der kommt jetzt Blutekel angelaufen. Ah, Oh nein, der kommt in unsere Richtung. Lass mal umdrehen hier. Lass mal hier hinter dem Zaun lang gehen. Und dann, gehen wir da in das Haus. Der Clou ist nämlich in dem Haus drin. Ja, ich hab's gesehen. Der Pistole können wir öffnen. Ja, perfekt, guck mal. Jetzt machen wir einfach wieder zu. Hörst du die Schüsse? Ja, ja. Der Egelmann, der kommt so langsam. Aber lass den einfach da. Ja. Im Zweifel tötet er die gerade rumschießen. So, das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Natur gegen die Feinde verwenden. Hier, warte mal, wir müssen hier rein. Das sind noch mehrere Zombies, Vorsicht. Kann ich mich nicht da an denen vorbeischleichen so ein bisschen? Wirklich. Müssen wir ja schlagen. Oder wir machen irgendwo Krach. Hast du was zum... Okay, du machst das schon. Gott, ich blute ja. Heil dich. Kann ich dich eigentlich, wenn du aus deinem Rücken rausspritzt, eigentlich auch? Nee. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Privatangelegenheit. Das ist privat, genau. So, und jetzt müssen wir nur irgendwie hier reinkommen. Hier kann ich aufmachen. Da. Ich habe ihn. Ist hier noch was Wichtiges? Nee. Nee, da ist nichts. Schnell weg. Ich hab mal das Tor wieder zugemacht, das uns der Dicke nicht verfolgt. Oh ja, ist gut. So, und jetzt müssen wir da hinten hin, nach Nordwesten. Perfekt. Jawoll. Instinktiv auf dem richtigen Weg. Guck mal, hier ist eine Kutsche, da kann man sich aufheilen und... Munition! Bitte, 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 sei Munition. Ja, gibt's ja auch genug. So. Ja. Heilen brauche ich mich nicht. Ammo habe ich alles voll. Alles gut. Health ist already... Was? Moment, da. Alice Farm. Lotz da spritzt aus dem Rücken. Ja. Was? Wie? Falsch verstanden? Ich glaube, das wurde wieder falsch verstanden, ja. Mensch, doch rot und nicht mit irgendeiner anderen Farbe. Da ist ein dicker Zombie. Ganz macht's, glaube ich, links. Nicht besser. Ach nee, ich ignoriere das jetzt besser. Das eskaliert jetzt sowieso, egal was ich sage. Wir haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Wer macht denn da so Affengeräusche? Da, ganz viele Blutegel, das heißt... Also guck dir das mal an. Ja, das sieht aus, als wenn sie im Chor singen wollen, irgendwie, wie sie sich da so aufstellen. Komm, wir machen das Arc-Event, wer zuerst krank wird. Ja, genau. Das ist der Blutegel-Chor. Das wäre so cool, wenn die dann anfangen würden, so zu singen oder so. Nur zu schlumpfen stimmen. Der fette Typ hat echt keinen Kopf, der kackt nur Blutegel aus. Und ist auch voller Blutegel oben, wo der Kopf sein müsste. Warum ist der auch eigentlich immer da, wo der Clou ist, der Schweinepriester? Und so viele von den Egeln, ich habe mich noch nie mit denen angelegt, will ich auch nicht. Ich will mich auch gar nicht mit den Egeln anlegen, das ist mir viel zu egelig. Oh, das klingt nicht so gut. Das klingt alles nicht so gut, was ich... Das ist Pferd! Sturzpferd. Nein, das schöne Pferd! Ja Mann, das macht Krach! Hier ist noch so ein anderer fetter Zombie, so ein Wespennest-Zombie. Ich hab die mal alle abserviert hier, ne? Das hab ich gemacht und der lebt immer noch. Lebt der noch? Der lebt immer noch, der greift an. Lebt der noch? Irgendwas hat hier noch geknurrt gerade. Ja, das wird der Fette gewesen sein. Gott. Okay, ich hab mich geheilt. Ja, mir geht's gut. An sich alles okay. Wir müssen hier rein in das Haus irgendwie, ja. Irgendwo. Muss ich ins Feuer laufen? Da ist ein Leiter hoch. Da schnaubt's aber auch noch so komisch da drin.
Wo müssen wir denn jetzt hin? Es war doch irgendwo unter uns jetzt hier. Da ist er, ich sehe ihn. Da bleibt außen. Ausleuchten. Da ist der Fette daneben, ne? Und ein Brandzombie. Was, wo? Wo bist du denn jetzt? Da in der Nebenhütte ist doch der Clou. Ach so, nee, ich sehe noch einen Clou gerade. Ah, da, okay. Dann nimm du deinen, dann ist der sicherer. Nee, ich, der ist weiter weg, den ich gesehen habe. Okay. Wer hat dich gesehen? Ja, ich muss jetzt warten, bis es abgelaufen ist. Jetzt kann ich weglaufen. Ich mach einfach einen Hebel aus. Okay, ich komm mit. Hinter dir ist noch was bisher gewesen. Wow! Das war gerade so. Genau abgepasst. Ja. Okay, perfekt. Okay, mal, zum nächsten Clou. Nee, jetzt geht's schon zur Spinne. Was, ernsthaft? Und warum sehe ich da hinten noch einen Clou? Ja, das ist die Spinne. Ach so, dann auf zur Spinne. Es gibt immer nur drei Clues. Danach ist Spinnenzeit oder Quatscherzeit. Ist das da vorne auch wieder so ein Pferd? Das ist, glaube ich, schon kaputt. Aber Moment mal. Oh. Guck mal, das ist so ein bisschen halb und halb. Das ist perfekt für dieser Lasagne. Hund! Hund! Schieß drauf! Sehr schön. Alter, ich habe übrigens nur noch 5 Schuss, ne? Ich habe 31. Sehr gut, dann kann es sein, dass du gleich die Spinne. Ah! Die ist da drin in dem Haus. Tatsache, wir sind schon da. Bleiben wir jetzt in Deckung oder gehen wir drauf? Dann sind wir wieder tot. Naja, an sich schlau wäre es jetzt eigentlich wieder irgendwo zu campen und zu warten, bis die anderen kommen. Schlau wäre es jetzt für dich Munition zu holen. Ja, wo ist denn Munition? Wenn wir mal auf die Map gucken, dann sehen wir, dass... Ja, schön. Der Planwagen ist Munition. Das ist ein bisschen zu weit weg. Bisschen alles weit weg irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber da kommt so eine Insektenfrau, Vorsicht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt mich hier irgendwo in den Busch legen oder so. Was? Wurdest du beschossen? Nee, ich schieße die Insektenfrau. Die ist down. Ich möchte nicht sowas so nah an uns dran haben, sonst rächt sich das. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie glaube ich, dass die uns ganz gut helfen auch, wenn da irgendwelche Leute rumschießen. Die ja, wenn wir aber nicht zu nah dran sind. Wenn die uns aber dann hier so berührt und uns angiftet, dann ist... Wenn sie uns berührt. Also aus Nordwesten kamen gerade Schüsse so. Ja, ich hab's auch gehört. Das heißt, davon ist auszugehen, dass dann von da aus auch Leute kommen. So. Mhm. Ich gehe mal schwer von aus, dass aus Richtung... warte mal, wo war das jetzt? Westen? Dass da keiner herkommt, weil das ist so wenig Platz da. Unwahrscheinlich auf jeden Fall. Wollen wir sie vorher Clues holen. Boah. Sicher ist es nicht... Wenn man sich hier so schön ins Gebüsch versteckt, ist ja auch okay, da sieht einen ja keiner. Ja, eben. Oh, das war nah. Das war ganz nah. Das war Westen irgendwo. Hm? Das sind schon welche bei der Spinne, glaube ich. Die sind in dem Haus, glaube ich. Das finde ich gut. Dann lassen wir die erstmal arbeiten. Genau, wir lassen die jetzt arbeiten und dann stauben wir ab. Ich weiß, das ist wahrscheinlich, hassen uns jetzt alle, die dann das Video sehen. Oder den Stream. Oder beides. Wir können doch nicht immer sinnlos draufgehen. Ja, man muss hier mit Taktik spielen, ja. Taktisch. Also so viel, wie die gerade rumgeballert haben, glaube ich, waren die gerade bei der Spinne schon drin. Ich habe auch schon gesagt beim letzten Mal, das Spiel ist eigentlich perfekt geeignet für so einen warmen Sommerabend irgendwie, weil das genau die richtige Stimmung hat. Da hast du recht. Die Insekten alleine alle bei der Sonne. Das ist. Das fühlt sich so, dann fühlt sich das total echt an so. Es sind doch alles echte Insektengeräusche. Ich kenne die alle von der Natur her. Ja, und vor allem gerade nachts, wenn du nachts den Nachtmodus spielst und so. Ist schon alles ziemlich cool. Wir hocken hier im Schilf. Weil uns keiner hilft. Jetzt ist es so verdächtig still.
kann dir auch eine gute Szene bieten, indem ich einfach vorrenne und gucke, was da ist. Nee, das ist scheiße, weil dann stirbst du und dann bin ich alleine. Dann hebst du mich halt wieder auf. Du stirbst bestimmt, bevor ich dich aufheben kann. Kann ich überhaupt einfach sterben? Nee, ich bleib da liegen, bis du mich aufhebst. Nee, dann sterb ich halt, wenn ich versuche, dich aufzuheben. Das stimmt natürlich, aber jetzt schießt wirklich keiner mehr, da ist kein Kampf am Laufen. Vielleicht haben die schon wieder versagt. Vielleicht waren sie zu schlecht. Vielleicht haben sie die Spinne gestellt und haben es nicht geschafft. Wo sind wir sehr früh hier angekommen? Es sind bestimmt noch andere Spieler unterwegs. Wir könnten natürlich mal so im Endengang mal so reinluschern und mal gucken, wie weit das ist. Also wie weit die Spinne schon ist. So, das hat ja gerade eben auch ganz gut funktioniert. Als wir nichts mehr gehört haben, haben wir es ja auch versucht. Wahrscheinlich werden wir gleich beschossen. Oh, das Heilzeug. Vielleicht finde ich ja auch noch Muni zufälligerweise. Da rechts, durchaus sein. Da rechts fressen welche. Zombies. Ignorieren wir einfach. Frage Nummer 1 ist, wie geht's hier rein? Da unten ist eine Tür. Ja, ich würde lieber erstmal oben bleiben. Das ist korrekt. Die Frage ist, gibt's hier oben überhaupt einen Eingang? Ah, Insektenfrau oben. Wäre blöd. Aber ich will jetzt da irgendwie nicht drauf schießen, das verrät uns. Ja, auf jeden Fall. Das können wir nicht machen. Kann man durch das Fenster einsteigen? Nee, ne? Das war nee, alles verdammt. Da hinten sind die Fressen, vielleicht kann man sich daran vorbeischleichen. Ja, wir schleichen einfach mal vorbei. Hast du das gehört? Ja, waren das die Spinne? Ich glaube, das kann ich reingucken. Also Zombies und so, die können auch diese Glocken auslösen und so, ne? Das müssen die Spieler sein. Aber das Rumgelaufe, das glaube ich die Spinne. Weil wenn das Spieler wären, müssten die ja drauf schießen eigentlich. Ja, oder würden angegriffen. Oder die würden von der Spinne angegriffen, ja. Hier ist eine Tür. Ja, perfekt. Sie ist verbarrikadiert. Nein. Weiter geht's. Ich sag dir, wir müssen da unten rein. Gehen wir hier rein? Oder hier rein, ja. Oh. Was macht man mal eine dicke Spinne, die dann geht in den Keller? Ja, genau. Ich habe übrigens nur noch 5 Schuss, ne, so zum Nachladen. Ich höre sie klappern. Kann man sich eigentlich ranpirschen an die Spinne? Also wir haben ja noch jetzt keine Meldung bekommen, Kill the Spider oder so, ne? Irgendwie ja nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir doch nach oben irgendwie. Hey, da chattet einer links, guck mal. Bitte was? Chattet? Da habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Wer macht denn hier so komische? Das waren gerade andere Geräusche. Hast du die auch gehört? Ja. Stimmt, die Insektenfrau jetzt über uns. Warte mal, wir müssen hier rein irgendwie, oder? Wir kommen hier, glaube ich. Wie kommt man denn hier hoch? Hier ist eine Money-Kiste. Oh ja, 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 ja. Die ist offen, oder? Da hat doch schon einer was genommen. So aus. Okay, dann waren hier definitiv schon Leute drin. Guck mal, hier ist auch eine Tür unten. Das muss doch die sein, wo man, die wir gerade gesehen haben. Das ist die, die wir gerade gesehen haben, auf jeden Fall. Aber hier muss doch irgendwo eine Leiter geben, mit der man hochkommen kann, irgendwie. Aber irgendwo gibt es einen. Oder wir müssen das die Insektenfrau erst ausschalten und darüber. Das wäre natürlich etwas uncool. Vielleicht sind hier wirklich schon unten welche langgekommen, die sich dieselbe Frage gestellt haben und dann in irgendeine Falle gelaufen sind. Dann machen wir das auch mal. Dann warte mal, lauf mal jetzt nicht nochmal nicht so schnell nach vorne. Bleib mal bei mir hier, wenn ich schleiche. Wir müssen das jetzt mit Köpfchen und mit Vorsicht müssen wir das jetzt machen. Wir sind hier in geheimer Mission unterwegs. Geheim? Okay. Niemand darf wissen, dass wir hier sind. Wenn wir gleich schießen müssen, hat sich das Problem. Ja, das stimmt wohl. Aber wir müssen die Insektenfrauen noch schnell töten. Wie auch gerade niemand anders schießt, oder? Die hocken alle irgendwo, die kleinen Schweinchen, und warten. Ich sehe die Insektenfrau. Ich schieß mal drauf, ne? Ja, ich kann mitschießen. Okay, sauber. Das war gut. Nein, sie steht wieder auf. 3 Schuss braucht die. Ich glaube, ich habe mich hingesetzt. Nicht wirklich, oder? Ich habe eingefrorenes Bild. Nein! Wie das aber auch aussieht. Lutz, steh auf! Johnny Depp, steh auf! Warum habe ich mich jetzt hingesetzt? Ich kann mir sogar in dich reinlaufen jetzt. Du siehst echt aus wie Johnny Depp. Das ist echt ein bisschen beängstigend. Ja, Mission Summary.
Ja, ich bin rausgeflogen. Ja, toll. Dann muss ich das jetzt wieder alleine wuppen. Ah, da ist eine Insektenfrau. Natürlich, wenn du dich hinsetzt, kommen die ganzen Zombies auf mich zu. Ja. Super. Ah, die Spinne, die klebt hier schon. Ich habe die Beine durch die Wand gesehen. Wie ekelhaft ist das bitte? Ich nehme jetzt die Pistole und werde die Spinne jetzt... Mit der Pistole? Ja, mit der Pistole. Die Pistole ist... Wenn du nicht mal meine Munition klauen kannst, ist auch mies. Ach, scheiße, ich nehme lieber doch das Gewehr. Ah! Frage dich. Ah! Ah! Die ist ja noch voll hart rein, die hat ja gar nichts verloren. Ja, ich habe auch schon was verloren. Ich glaube, wir müssen mal für etwas Feuer sorgen. Ah, du Hässlon! Ach, scheiße! Sie hat mich getötet. Ja, ja, alleine so kannst du das vergessen gegen den Boss, glaube ich. Ja, es ist echt scheiße. Ärgerlich. Vielleicht sollte Rizzi nochmal einspringen, bevor ich da wieder rausfliege. Ja, wir probieren das jetzt noch einmal. Dass wir wieder verbinden können. Da kann ich. Jetzt bin ich wieder verbunden. Toll. Ja, super. Wie jetzt auch in dem Spiel? Nee. New Item Unlocked, Dusters.